Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie Alkohol getrunken? Ah. Sind Sie trotzdem mit einem Alkotest einverstanden? Ja. Können Sie dann mal bitte pusten würden? Nochmal bitte. Nochmal bitte. Pusten Sie mal so lange, bis ich Stopp sage. Guten Tag. Mein Name ist Greve von der Landeslotto und Toto GmbH. Sind Sie Frau Haag? Nein, ich bin die Tochter. Ich habe nämlich eine erfreuliche Mitteilung für Sie, also beziehungsweise für Ihren Vater. Er hat 3 Millionen gewonnen im Spiel 77. Oh! Ist Ihr Vater zu Hause? Ja. Kann ich mal sprechen? Um Gottes Willen, der ist herzkrank. Wenn er das hört, der stirbt da. Ach, keine Sorge, da haben wir so unsere Erfahrung. Ich werde ihm das schonend und etappenweise beibringen. Na ja, dann kommen Sie mal rein. Dankeschön. Ich muss ihn ganz vorsichtig wecken. Ja. Nur der geringste Schreck kann zu verheerenden Folgen führen. Kommen Sie. Vati! Vati! Ja. Vati, es ist Besuch da. Oh, das ist Herr Greve von der Firma Infratest. Wir führen da eine demoskopische Untersuchung durch. Vielleicht haben Sie Zeit und Lust, ein paar Fragen zu beantworten. Oh. Wenn Sie bei einem Glücksspiel 10.000 D-Mark gewinnen, was würden Sie dann tun? Dann würde ich nach Amerika fliegen, zu einem berühmten Herzspezialisten. Wissen Sie, ich habe da meine Probleme. Und wenn es sich um 100.000 D-Mark handelt, was würden Sie dann tun? Dann würde ich einmal noch mit meiner Frau um die ganze Welt reisen. Und wenn Sie 3 Millionen gewinnen, was würden Sie damit tun? Dann bekämen Sie die Hälfte. Warum um Gottes Willen rufen Sie gleichzeitig die Feuerwehr, den Krankenwagen und die Polizei an? Ich fühlte mich so einsam.